Sommer 2018. Böttcher schafft das, Teil 1. Meine Wanderung führte mich damals von Naumburg nach Meißen. Und die Hitze war echt brutal. 140 Kilometer in 9 Tagen. Regina. Tschüss, alles Gute. Nur mit der Unterstützung vieler Menschen konnte ich das überstehen. Am Ende war ich zwar völlig fertig, aber überglücklich, es geschafft zu haben. Und wieder zu Hause zu sein. Tja, und dann piepte das Handy. Was? Ich soll nach Zittau? Mittlerweile habe ich mich wieder erholt und mache wieder los. Böttcher schafft das, Teil 2. Die Frage ist aber, wo bin ich hier? Weil ihr habt mich hier mitten im Wald ausgesetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier befinde. Könnt ihr mir jetzt mal einen Tipp geben oder irgendwie mal einen kleinen Hinweis? Einen kleinen Tipp kriegst du. Sag mal. Von A bis Z. Von A bis Z ist euer Tipp. Und Z ist Zitter, oder? Volltreffer. Und was ist A? Keine Ahnung. Oh Mann, von A bis Z. Um Bedingungen wie im ersten Film, oder? So sieht's aus, mein Lieber. Also, kein Geld, zu Fuß hier mit dem Rucksack. Genau. Sieben Tage hast du Zeit. 7 Tage, eine Woche von hier, wo ich nicht weiß, wo ich bin, nach Zittau. Genau. Ich bin jetzt mit euch Vögeln hier 7 Tage unterwegs. Na ja, dann. Keine Ahnung, wo ich bin. Null. Na super, das geht ja gut los. Ausgesetzt mitten in der Pampa, nichts zu futtern und keine Kneppe. Und ich weiß nicht mal, wie weit ich überhaupt latschen muss bis Zittau. Jetzt muss ich erst mal rauskriegen, wo ich bin und die nächste Ortschaft finden. Ortseingang. So. Ihr habt mir gesagt, von A bis Z. Wir sind aber in Zinnwald. In Zinnwald sind wir. Okay, Stadt Altenberg. Okay, aber hier steht Zinnwald. Also heißt es eigentlich von Z bis Z. Ihr wisst nicht wirklich. Oh. Alles klar. Von Altenberg geht's also los. Mehr als 100 Kilometer liegen vor mir bis nach Zittau. Über Stock und Stein, durch Erz, Elbsandstein und Zittauer Gebirge. Naja, dann mal los. Muss mal Eintritt bezahlen. Hier, Erwachsene. 5,50 Euro. Hab ich ja nicht, hab ja kein Geld. Verwandtschaft von dir? Hier ist die Chefin. Ich hab die Frau Nass. Die ist beim Will, oben beim Rotwild müssten die beim sein. Da hoch? Da hoch, genau. Wie viele Viecher habt ihr hier? Wir haben insgesamt ca. 300 Tiere. Und wie viele Arten? 48 Arten verschieden. Und was ist das Exotischste, was habt ihr? Würde ich sagen, die Bennett-Kängurus. Sind das die kleinen, die ich da vorne an der Ecke gesehen habe? Genau. Wenn ich dir jetzt hier ein paar Latten anschlage oder dir, weiß ich nicht, was kann man noch machen? Kängurus füttern oder irgendwas und dafür machst du mir eine Stille? Ziegen kann man mal füttern. Gehen wir Ziegengehege. Ziegen füttern. Genau. Würde ich dir damit helfen? Naja, das ja? Kann ich mal machen. Genau. Oder die Schweine. Schweine füttern? Na? Schweine und Ziegen füttern. Na? Und dafür eine Stulle. Genau. Läuft. Bist du denn? Hallo? I'm her yesterday.
day, man. Na ja, ich sage mal, was ist das, Müsli oder was ist das? Das sind Pellet. Pellet. Entschuldigung bitte, aber ich habe wirklich Hunger. Und da ich bei euch noch nicht gekriegt habe, na ja. So, der Nordspritzer bleibt fliegen. Alles gut. So. Hm. Als Kinder haben wir nur Trockenbrot gefressen, das war lecker. Oh, hier. Hallo. Genau, die kann man aus der Hand füttern. Guck mal, die hat ganz verschlafen. Du, sag mal, guckst du mal auf den Tacho, weißt du, wie spät das ist? Du kannst doch nicht um die Zeit aufstehen. Die werden zweimal am Tag gefüttert und da gibt es dann immer vormittags, früh gibt es die erste Portion und dann hier noch eins. Nachmittag. Wie viel sind denn das hier? Ja, da kommt noch vorher zu. Und kann ich die jetzt einfach... Einfach aus der Hand. Einfach aus der Hand. Also die nehmen das. Ja. Die nehmen das gerne. Also... Aua, hörst du? Na, nu, hört auf euch zu streiten, es ist für alle was da. Klopst es denn? Das ist ja wie eine kleine Gruppe hier. Ihr stellt euch jetzt hier an und dann kommt dort nacheinander hier vorbei. Ist Ruhe. Geht doch, man muss immer mal eine klare, wie mit Kindern. Man muss klare Ansage und schon geht das. So, hier. Ganz kleine, die schwarz-weiße, die Mama hat nicht so viel Milch. Wo ist denn überhaupt die Mama? Die steht da drüben. Und da wird die richtige Flasche. Dreimal am Tag. Ah, und der Papa, wer ist der Papa jetzt hier von allen? Der Papa, den haben wir nicht mehr. Ach so? Damit keine Inzucht wird, werden ob uns die Tiere regelmäßig getauscht. Ja, ist ja gut. Ach so? Ja. Okay. Und jetzt haben wir schon einen neuen. Habt ihr einen neuen Papa? No, wir haben schon einen neuen, aber der hat noch keine das Jungtiere. Das geht manchmal schnell. Die gibt es dann erst im Herbst. Werden die gemacht. Die Papas werden schnell mal ausgetauscht, oder? Genau. Das ist dann, ja, brauche nicht. Ich bin auch schon mal geschieden. Ja, mit die Böcke ist nicht so einfach. Wie bist du zu dem Job gekommen vor 19 Jahren? Ja, durch eigentlich mehr oder weniger durch ABM. Ich war erst in dem Feinmechanikbetrieb, aber da war ja dann alle entlassen, wie es im ganzen war zur Wende. Ja. Wurde alles zugemacht. Ja. Und ich hatte eigentlich schon immer Ambitionen, gerne mit Tieren. Und dann bin ich sozusagen über ABM hierher gekommen. Ach so. Und bin vielleicht durch meine Arbeit was ganz gut vorgeblieben. Ach, guck dir das an, hier ist ja alles kaputt. Ja, den haben wir dann nie rausgeräumt, weil da muss geteilt werden und dann müssen doch ein paar Männer heran. Und da steht der Auto? Und hat uns die Patenschaft, die Autowerkstatt war das, und die haben, um den Besuchern anschaulich zu zeigen, das sind die Tiere, die in den Autos die Schäden verursachen. Die zerfressen wir. Die Steinmörder, ne? Aber das Gehege ist jetzt kaputt. So, jetzt haben wir es euch zurückgezahlt. Ihr habt mir dreimal das Auto zerfressen. Das habt ihr jetzt davon. Ja, geht da Himmel mehr. So. Oh. So. Guten Tag. Haben wir noch eine Katze? Grüße. Kann ich die mal kurz nehmen? Die ist schön warm noch. Die ist schon eingearbeitet. Guten Morgen. Ihr seid die fleißigen Kratzer. Immer. Ich soll euch helfen, weil ich bin unterwegs und ich habe keine Kohle und ich habe Hunger und ich wollte mir jetzt eine Schnitte verdienen und dann hat sie gesagt, dann musst du mit zu den Mädels hoch, dann musst du mit kratzen. Böttcher, mein Name. Guten Tag. Grüß du. Guten Tag. Wir nehmen alles. Alles zum oder? Arbeiten. Zum Arbeiten. Schön, dass du es dazu gesagt hast. So. Na dann los. Wir fangen hier an. Aber hier sind jetzt keine Viecher, oder? Doch, da hinten. Das Rotwild. Hat abgeschnitten. Aber die sind heute schon satt und zufrieden. Deswegen darfst du rein. Nicht quatschen, los geht's. Ja, und wie oft macht ihr das hier? Jeden Tag. Jeden Tag macht ihr hier die... Ja. Und damit es einfacher geht, stellen wir uns immer in einer Reihe auf. Und dann haken wir alle schön bergab. In Information. Information. Alles klar. Naja. Also, mein Lieber, an den Anblick könnt ihr nicht gewöhnen, du. Gib mir mal die Kamera. Pass mal auf. Die haben nur die große Klappe hier. Alle Beine. Und wir können alles. Wir können arbeiten. Und große Klappe. Los, weiter. Ja, genau. Also, hör auf die Frauen. Da kannst du nichts falsch machen. Meine. Die haben nur die große Klappe. Wisst ihr, wo ich hinlaufen muss? Immer rückwärts. Immer Richtung Zaun nach unten. Immer. Nee, ich meine jetzt insgesamt. Ach so. Ich muss von Altenberg
nach Zittau. Los, in der Woche. Los? Also ich habe für sowas ein Auto. Ich auch. Glückscheißer sind sie auch noch. Also, das liegt an der frischen Luft, glaube ich. Komme ich denn jetzt raus aus der Nummer, ohne dass ich kann? Machst du noch einen kleinen Haufen und so. Dann darf ich. Aber schön ordentlich. Ja, fein. Hier sitzen alle schon. Herrlich. Herrlich. Darf ich auf den Platz setzen? Ich setze mich hier hinter. Ich setze mich neben meine. Ah, ihr Lieben. So. Hier ist deine Bezahlung. Oh, und eine Cola. Ich dreh durch. Eine sächsische Bockwurst. Hier, guck mal. Mit Balzner Senf. Oh, so muss das sein. Ein Dampfriem. Mm. Ja, das ist ja. Beißen. Ja, auch schon klar. Ja. Ein Stück Brot brauche ich auch dazu. Danke, mein Bruder. Ein Senf kannst du behalten. Gute Reise. Vielen Dank. Bleibt, wie ihr seid. Tschüss. Macht's gut. Entlang am Roten Wasser und der Müglitz wandere ich weiter Richtung Nordosten. Und komme am idyllisch gelegenen Schloss Lauenstein vorbei. Nach weiteren 13 Kilometern schließlich ein fulminanter Anblick. Das ist Sachsen hier, Freunde. Sachsen. Talsperre Bad Gottleuba. Guckt euch das an. Wahnsinn. 1965 hat man mit dem Mammutbau begonnen und 9 Jahre hier geklecht, bis es fertig war. Hier wird Trinkwasser für 150.000 Menschen aus dem Fluss Gottleuba vorgehalten. Trocken, oder? Ja. Hä? Mein lieber Schalli, das wird wie Forstjahr. Da war also ich denke, es wird dieses Jahr wieder so wie im vergangenen Jahr. Wirklich? No. Wobei, ist es noch frisch? Thomas Böttcher ist mein Name. Ja. Herr Lang? Ja. Wirklich? Ja. Aber nicht verwandt mit dem Klavierspieler. Nee. Einfach Lang. Nee, der ist ja lang. Ich bin ja Deutsch. Sehr schön. Ja. Und Sie, Herr Lang, Sie bewirtschaften Ihren Garten hier schön. Ja. Also ich bin halb Landwirt und halb Uhrmacher. Das Uhrmacher. Ist so mein Traumberuf. Sie sind ein Uhrmacher? Ja, genau. Hab bei Lang und Söhne gearbeitet, in der Schweiz gearbeitet, war Geschäftsführer in Glashütte, aber ich habe die Nase voll von der Industrie. Und ich mache nur hochwertige Uhren und das mache ich jetzt hier in Ruhe. Das heißt, Sie bauen wirklich Uhren selber? Ja, ich mache nur Unikate und fertige eigentlich alles selber. Zifferblätter selber, Zeiger selber, Schrauben selber und alles. Ich entwickle selber und baue eigene Werke und hole mir nichts aus der Schweiz. Das geht ja hier schon los, das ist ja. Aber das haben Sie nicht gebaut oder so? Das habe ich alles komplett gebaut, da ist nein. Alles dazu. Alles aus Messingstahl, alles. Außer die Spiralfedern, die Zugfedern habe ich alles selber gemacht. Allein in diesem seiner Chronometer stecken 4 Jahre Arbeit und 4000 Arbeitsstunden. Also. Seit 2012 friemelt der 71-Jährige hier in seiner Werkstatt an seinen kleinen Meisterwerken. Wie ein Besessener. Was haben Sie jetzt hier auf dem Tisch? Was ist das? Ja, zum Beispiel, das ist wieder ganz was Besonderes hier, dieses Werk. Das ist komplett von mir entwickelt worden und komplett neu gebaut, auch mit Chronometerhemmung. Das ist aber jetzt nur das kleine Werk. Okay. Können Sie mir die schwarze Schachtel da mal hergeben? Diese hier? Ja. Sehr gern. Das ist zum Beispiel auch ein Werk, was fertig ist. Das kommt in Goldgehäuse. Das habe ich auch komplett gemacht. Das sind alles Brillanten. Denn echte? Alles echte. Was würde denn auf dem Zettel stehen, wenn man die jetzt in den Laden stellen würde? Die Uhr, die kostet, wenn sie fertig ist, 85.000. Ich halte jetzt hier 85.000? Mit Goldgehäuse. Euro? Nein, no, nein. No.
Ich bin in vierter Generation als Uhrmacher tätig. Meine Großmutter war die erste Uhrmachergehilfin in Deutschland. Was? Und meine Urgroßmutter, Urgroßvater, mein Opa, alles waren Uhrmacher und Optiker zum Teil. Ich mache Arbeiten, da muss ich die Luft anhalten und da bin ich froh, wenn ich wieder Luft holen kann. Wirklich? Ja, na klar. Das sind Sie halten, wenn Sie eine kleine Schraube haben, ja? Nee, die Schraube ist überhaupt kein Problem. Da kann ja nichts kaputt gehen, die kann runterfallen. Aber ja, ich habe Teile, die ich selber herstelle. Die haben nur, die sind 2 Millimeter breit als Fläche und die Dicke ist nur 200 bis 300. Und die bearbeite ich noch. Wenn ich da ein bisschen zu doll drücke, sind sie kaputt. Und da halten Sie die Luft an. Da halte ich manchmal, muss ich. Wie oft kommt Ihre oder Frau runter und sagt, ich hab mal auf die Schulter, sagt, war die alles gut? Ja, ja, ja. Das Schöne ist ja hier im Haus, sie ruft ja immer, Mittagessen ist fertig, Abendessen ist fertig. Dann gehe ich hoch, dann esse ich, dann gehe ich wieder runter und sage, tschüss, bis um 8 Uhr kommen Nachrichten. Dann komme ich wieder. So. Das ist bei mir so drin, ja, ja. Hätten Sie für mich eine einfache, kleine Arbeit, um zu testen, ob ich... Ja, bei mir muss jeder eine Schraube machen, nur eine Schraube machen. Und herstellen? Herstellen. Und wirklich? Ja, und wenn er die Schraube herstellt, dann sage ich ihm, ob er sich eignet als Uhrmacher, ja oder nein. Lass das machen wir. Das, ja, wirklich? Ja. Ja, können wir das machen? Aber das dauert den ganzen Tag. Das dauert den ganzen Tag? Na klar. Eine kleine Schraube herstellen? Also in der Schraube steckt unwahrscheinlich viel Handarbeit. Das sind, glaube ich, 15 Arbeitsgänge. So, ja, ich darf sogar mal selbst an die Drehbank vom Meister lang. Und so blöde stelle ich mich gar nicht an. Ist egal. Sehen Sie, es geht doch. Super. Und dann darf ich in seine heiligen Hallen und seine Meisterwerke bestaunen. Uhren, Chronometer, soweit das Auge reicht. Also wie gesagt, das sind keine Werke aus der Schweiz. Das ist alles selber gebaut? Alles selber gemacht. Auch die Zeiger und auch die, selbst das Zifferblatt, die Geocharge habe ich selber gemacht. Ach. Und das Gehäuse, wenn Sie da mal so schauen, das ist einzigartig. Das ist, sowas finden Sie eigentlich in keinem Schaufenster. Da können Sie zur Wempe gucken, sowas haben die nicht. Was hier für ein Schwung drin ist. Ja. Sehen Sie das? Ja, ja, also wenn Sie mir die jetzt geben, dann wissen Sie, was passiert. Ne? Ich lege mal die Zwiebel, ja, hier rein. Ja. So, und lege, ja, mal die Zwiebel an. Hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will nicht zumachen wegen, ach so, der Band, weil das alles neu ist. Ja. Aber Sie sehen, wie die anliegt am Arm. Ja. Da hat man ein gutes Gefühl. Mhm. Weil das passt sich am Arm gut an. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die sieht doch gar nicht so groß aus, wegen dem Design des Gehäuses. Ja. Die Armbandungen kosten bei mir alle 12.000 Euro. Oh. Im Schnitt. Im Schnitt. Wenn natürlich Brillanten dazukommt, wird es etwas teurer. Wenn der Kunde Spezialwünsche hat, dass sie unten noch eine Gravur haben will. Und ich dachte schon, ich habe eine teure Zwiebel gekauft. Hier. Dann zeige ich Ihnen mal hier das Highlight. Mein persönlicher Liebhaber ist die Uhr, diese Taschenuhr. Diese hier? Wollen Sie die haben? Was steht dran? 480. 1.000? Oh Gott, das ist ja nicht. Machen Sie nicht. Sie können es ja wieder reparieren. Pass auf, nur mal zum Gewicht überprüfen. Oh, oh. Also, die können Sie nicht in der Hosentasche tragen, gell? Eher nicht. Ja, und das ist Meißner Porzellan mit der Silhouette von Dresden, mit der Saxonia und dem Flussgott. Wenn der Deckel jetzt zum Beispiel ausspringt, das ist jetzt das Zifferblatt. Das muss man mal in der Kamera zeigen. Guckt euch das mal an. Das ist geoschiert, massiv Silber. Da haben Sie auch die Meißner Schwerter. Hier. Aber Sie dürfen nicht denken, dass ich was mache und immer gelingt. Manchmal arbeite geht doch mal schief. Manchmal arbeite ich eine Woche an einem Teil. Und ein dummer Zufall, ich mache eine dumme Bewegung und es ist kaputt. Und dann muss ich das wieder machen. Und das ist nämlich das, was der Uhrmacher braucht. Viel Geduld. Ja, ich auch. Gesundheit, ja, genau, und immer eine ruhige Hand. Genau, und ja, dass die Lupe klemmt. Jetzt haben Sie auch mal gedreht. Jetzt habe ich jetzt weiß ich, wie das ist. Ja, Liebe. Ciao, alles gut. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Einfach irre. Was für ein verrückter Typ. Herr Lang, Leidenschaft pur. Ja, ja. Von dem vielen Gequassel habe ich jetzt ein bisschen durchgekriegt. Ne? Am Wasserfall bei Langenhennersdorf wird der erstmal gelöscht. So. Ja. Meine Wasserflasche. So, jetzt sieh mal zu, wie du hier hinterherkommst. Kannst du vergessen, die kommst du nie hinterher. Ich
Das wird hier glatt. Oh ne, ihr geht nie hin. Ihr fliegt so auf die Fresse. Ha, ha, ha. Hier. Ich hab, für mich reicht. Oh, so. Wenn ihr was wollt, holt es euch. Seit dem Start in Altenberg habe ich inzwischen 40 Kilometer Strecke gemacht. Ja? Nachdem ich meinen Durst jetzt gerade gelöscht habe, kriege ich jetzt ein bisschen Kohldampf. Kurz vor Kunnersdorf naht die Rettung. Ihr fleißigen Wanderleute! Wie lange macht ihr das schon? Seid ihr, seit kennt wir Rentner ihr? Sind. No. Also seit vorher Woche. Oh. Ja, gestern. Seit vorher Woche. Seid ihr befreundet? Ja. Über dieses Wandern. No. Habt ihr euch kennengelernt? Nur schon lange. Normalerweise besteht die Gruppe ihre Wurzeln nach der Wende. Zusammengefunden. So lange seid das ihr schon? Das waren hier arbeitslos. Die haben sich zusammengefunden. Was machen wir? Wir gehen wandern. Wirklich? Ja, genau. Und das hat sich bis jetzt erhalten. Was habt ihr so gemacht? Weil man kann von der Arbeit sprechen. Steiger bei der Wismut. Du warst bei der Wismut? Ja. 34 Jahre Untertage. Nein. Und ich lebe noch. Wirklich? Ja. Ist 85 mittlerweile. Ne, du bist doch keine 85, meiner. Ja. Jetzt geh mal weiter. Also. Uran macht doch, Jürgen. Er hatte strahlendes Lächeln. Wirklich? So lange bei der Wismut. Jetzt habe ich noch eine Sache. Habt ihr eine Schnitte einstecken oder habt ihr Verpflegungsbeutel? Habt ihr euch ein, heute sagt man Lunchpaket? Ja, BEM haben wir. Ihr habt? BEM mit. BEM haben wir. Was kommt jetzt hier als nächstes für einen Ort? Kunnersdorf. Und was ist in Kunnersdorf zu entdecken? Was? Im Freibad? Also dann, kommt gut an. Tschüssi. Euch noch einen guten Weg. Danke, ciao. Muss das Bad sein hier in Kunnersdorf, wo die Rentner hier gerade erzählt haben, hier meine Wanderfreunde, die ich gerade getroffen habe. Hallo? Oh, die haben wirklich schon Wasser drin. Das ist ein sehr schönes Bad. Guten Tag, ich bin der Böttcher. Ich dachte, das Gesicht kenne ich. Ehrlich? Ich bin die Frau Rentsch. Frau Rentsch? Wie heißt die Frau Rentsch von vorne? Ines. Dass wir eine Basis haben. Ich bin der Thomas. Hallo, Thomas. Schön. Ja? Habe ich mir gedacht, wenn ich mich jetzt hier bei euch ein bisschen nützlich mache. Mhm. Oh, arbeiten? Ich würde es nicht gleich übertreiben. Weißt du, deswegen mache ich ja Fernsehen mit Arbeiten, wo ich nichts zu tun habe. So. Aber guck mal, da vorne ist doch dieses kleine, das ist Kinderbecken, ne? Planschbecken. Das Planschbecken. Da würde ich euch anbieten, das Kinderbecken soweit fertig zu machen. Und danach hocken wir uns irgendwo hin und du machst einen Imbiss. Habt ihr auch hier? Noch nicht. Imbiss haben wir, aber der ist nicht da. Das heißt, ich mache das jetzt und kriege ich auch nicht. Das so ungefähr wäre das ja. Eine Tasse Kaffee könnte man anbieten. Für einen Kaffee machen wir das? Für einen Teamkaffee. Für einen Teamkaffee? Ja. Wie viele Leute seid ihr hier? Zwei. Meine Kollegin, die da hinten ist, die Frau Dutschke, also die Hanne und ich. Ach, sonst ihr beiden Mädels macht das ganze Bad hier? Frauenpower. Wirklich? Ja. Geht los? Okay. Boah, ich sollte mich nicht gegen Wind stellen. So, aber hier, guck mal, hier habe ich das hier. Hier! Da kannst du aber nicht meckern hier. Guck dir das an, wie ich das hier mache. Guck hier, schön. Und dann gab es immer so Ansagen. Gibt es das heute auch noch hier? Gibt es in manchen Bädern, aber ich mache das nicht. Bademeister, hier. So. Es ist 18 Uhr. Für Kinder unter 14 Jahren ist Feierabend.
Machen wir noch eine. Hier wird keine Eckhasche gespielt. Immer nur einer auf den Turm. Das ist so sprecher mich drin, das gibt's gleich. Auf der Liegewiese ist das Rennen verboten. Das ist cool. So, ich mache jetzt wieder aus hier. So. Jetzt gehen wir Kaffee trinken. Los. Ines hat Kaffee gemacht. Ich muss noch mal. Das ist ja reiner Frauenbetrieb hier. Habt ihr mitgekriegt, ja? Das sind nur zwei Mädels. Ich sag nicht. Ich sag nicht. Wo die das Bild von mir her haben, ich weiß es nicht. Kommen wir hier in die gute Stube? So. Oh, herrlich. Hanne, trinkst du einen Kaffee mit uns? Alle, einen Kaffee trinken. Ja, ne? Schwarz. Was ist bei Hanne ihre Kaffee? Oh, das wusste ich nicht. Was, kannst du auch nicht alles wissen. Auf euch, auf euer Waldbad und auf ganz viele tolle, nette, zufriedene Besucher. Und Hanne, dass du dich nicht verzählst an der Kasse. Gib mir Mühe. Hab vielen wunderschön. Dank. Dich mal kennenzulernen. Ines. Ich, Thomas. Wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich die Badehose mit. So, weiter geht's. Kurz nach Kunnersdorf komme ich im Kurort Gorisch an. Auch hier riecht's nach Kaffee, aber auch noch nach anderen Leckereien. Was macht denn ihr Feines zum Abendbrot? Eierschäcke. Wirklich? Ja. Ja, auf. Ich bin der Mike. Mike? Ja. Thomas? Also, Böttcher. Ja, Thomas. Thomas Böttcher. Mike Franke. Mike Franke. Jawohl. Das ist, ich bin ja gerade hier auf durchgekommen, jetzt habe ich ja das. So, hier gibt es die Eierschecke. Ach komm, das ist ganz bekannte Eierschecke. Die bekannte Gorische? Die sächsische Eierschecke. Die originale, die gibt es nirgendwo. Nur bei dir. Und die machst du. Und bei dem Bäcker, der sie macht. Ach so, also. Das ist Börner, der Walter. Willst du sehen? Wenn du mir das jetzt zeigst, dann will ich ja eine haben. Also, ja. Ich kann dir aber sagen. Ja, haben. Aber ich sage dir auch. Oh, guten Tag. Wer bist du denn? Ich bin der Annette. Annette? Jawohl. Freue mich sehr. Ich bin der Böttcher Thomas. Hallo. Schön. Das ist die Eierschecke? Das ist die Eierschecke. Die ist ja 10 cm hoch. 6 cm. Um's genau zu. Habe ich gut geschätzt, oder? Ja, der übertreibst du ein bisschen. Wahnsinn. Hier in Sachsen, wo diese Kirschen und die hübschen Mädchen auf den Bäumen wachsen. Na, aber hallo. Sieht man an. Annette, ja. Das ist deine Frau, oder? Nein, meine Frau ist drüben. Die ist im Laden. Aber du weißt von Annette, ja. Ja, ich denk's, ja. Nicht, dass ich meine, wenn ich dich kenne, bist du mehr hier drüben als da drüben. Oder? Ja, das stimmt, da hat er recht. Du musst was machen oder du willst was machen? Naja, ich würde was machen. Ich will nicht. Aber ich hab noch was, das mache ich ungern. Was ist denn das? Von meiner Frau die Wäsche aufhängen. Bitte nicht. Ja, ich gebe dir eine Leiter und du musst unten im Hof die Wäsche aufhängen. Und ich gebe dir die Wäsche. Das hätte ich heute Abend machen müssen. Du verarschst mich. Nein. Ich hänge doch jetzt nicht von deiner Frau den Schlepper auf die Leine. Ich bring dir jetzt die Wäsche und die Leiter und. Meine Frau, die holt sie gleich. Ja? Oh Leute, Moment mal, wir haben ja noch gar nicht über den Preis verhandelt. Also ich meine, wenn ich mich. Das ist eine schöne Wäsche. Und was wolltest du jetzt sagen? Was du dafür kriegst? Eine Eierschecke, habe ich gesagt. Eine Eierschecke? Kaffee. Wie viel? Okay, also das sind schon zwei Sachen. Eierschecke und Kaffee. Eierschecke und Kaffee? Und dafür, wie viel Wäsche ist denn das? Das ist ein bisschen. Und weil ihr mich angeschwindelt habt. Hier, guckt ihr mal diese Kesselblauzer an. Ja? Hier ist letztens noch Zirkus Busch drin aufgetreten. So. Da oben ist die. Also mal, habt ihr ein Rad ab? Das ist 4 Meter hoch. Kein Mensch hat in 4 Meter Höhe eine Wäscheleine. Guck dir das an, diese Plauze. Das ist aber originale, oder? Die ist nicht. Das ist original bei mir, genau.
Ja, ja, die historischen Dessous, die hängen hier immer mal draußen. Ja, den Gästen gefällt's und man kommt darüber oft ins Gespräch, welche praktischen Teile die Frauen früher so drunter trugen. Was ist denn das? Die brauchst du nicht runterziehen, wenn du dein Geschäft machst. Ach, das ist hinten? Ja, das wird dann zusammengebunden hinten. Und dann. Ach so, dann geht's ja automatisch. Da musst du jetzt gar nicht erst. Nee. Darfst damit ohne Strüpper haben. Früher konnte ich das machen. Oh, die Reizwäsche. Oh, die Dessous. Die guten Dessous. Ja, guck mal an. Die hast du auch schön, ja. Oder? Da wirst du schwach, wenn die Mutti abends so die Treppe runterkommt. Ich habe hier das Negligé, ja. Das Negligé. So ist schön, wa? Wollen Sie ein Eis? Ach hier, kann ich das schnell übernehmen? Ich meine, ich würde ja gerne, ich mache das für Sie. Ich übernehme das heute für Sie. Ich bin heute hier eine ABM-Kraft, wissen Sie? Ich werde hier eingearbeitet. Schoko ist rechts, ist da schon wieder was gelernt. Vorsichtig, so, pass auf jetzt, ja. Nehmt doch Platz, ich bring's euch an den Tisch. Setzt euch hin. Wollt ihr noch was dazu haben, mit Kaffee? Ja, aber ihr könnt doch nicht bloß das Eis alleine, das geht. Will der Junge vielleicht eine Cola dazu? Nein. Cola und Eis, das ist was Feines. Da habt ihr viel Spaß heute, Oma und Opa. No. Was darf jetzt ja? Oh, hier. Ich drehe. So, reicht, oder? Noch ein bisschen? Na ja, du. Was kostet denn das hier? 2 Euro. Na, da machen wir noch ein bisschen was drauf. So. Warte. So, warte. So, junger Mann, Sie hatten ein großes Schoko. Ja, das geht hier nach Gewicht. Natürlich. Sie hatten auch das Schoko? Ja. Natürlich hat die Frau das Schoko. Ja. Und der junge Mann hatte die Vanille. Oh. Richtig? So, einmal Kaffee. Seid ihr von hier, von Gorischnee? Wo kommt ihr? Wir kommen Nähe von Bremen. Nee. Ja. Doch. Wessi, ich war so nah, war ich noch nie eben. Nee, was ist? Was ist? Ah, du bist von hier? Aus Leipzig? Ja, früher mal. Wann seid ihr nimmer? 93. Nach der Wende noch. Also ihr habt 89, habt ihr gesagt, gut, das gucken wir uns noch mal an hier, was hier draus wird. Und dann? Ich konnte meinen Job nicht mehr machen. Ach so. Aus gesundheitlichen Gründen. Und da habe ich einen Cut gemacht. Und da hast du was Neues angefangen, 93. Und was hast du da gemacht in Bremen? Na, ich bin dann gefahren. Ich konnte bei der Berufsfeuerwehr nicht mehr in Leipzig, weil ich angeknackst war. Ja, und dann bist du LKW gefahren? Ja. Cool. Und die Frau, was hat die in Leipzig gemacht? Im Handel. Ich war im größten Lampengeschäft der DDR. Im Palast der Republik? In Leipzig. In Leipzig. Sechs Sätzen. Im größten Lampengeschäft, ja, in Leipzig? Direkt an der Uni. Direkt an der Uni war ein Lampengeschäft? Ja. Und das habe ich mir jetzt verdient. Ja. Wolltest du einen Kaffee dazu oder ein Bier? Nee, ich wollte einen Kaffee. Ich wollte einen Kaffee. Weil so viel wie da quasselt, kriegt da das Stück Kuchen nie alle. Ja, doch, Mensch, ich kann doch nicht gleichzeitig reden und essen. Das geht nicht. Oh. Mike. Gut, ne? Eine Leckerei. Das ist wirklich eine Leckerei. Endlich hält er mal 10 Sekunden die Klappe. Ich bin gleich fertig, warte. Geht's weiter. Ihr seid herzliche Menschen, vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Thomas, mach's gut. Mike, hat mich gefreut, dass du vorbeigekommen bist. Geht mir genauso, Dankeschön. Annette. Ja. Dann geht's aber nicht nach Tschüss. Mach's schön. So, weiter geht's. Gestärkt mit Eierschecke geht's weiter. In Krippen komme ich endlich an die Elbe. Doch bis zur nächsten Brücke, das ist noch ein ganz schönes Stück, ne? Außerdem wäre das ein Umweg. Oh, guck mal hier, hier gibt's eine Fähre. Komme ich da kostenlos mit? Viel Glück, mein Lieber. Fährmann dürfen wir an Bord. Sicher, dass das sicher ist?
Guten Tag. Ja, ach, siehst du, das hast du schon wieder gesehen. Ich habe noch. Thomas Böttcher, mein Name. Grüße. Ich bin der Jens. Jens. Ja. Du bist der Fährmann? Ja. Und du fährst, sag ich mal, auf Zuruf oder auf Fahrplan? Also hier gibt es beides. Ach so. Hier auf Zuruf? Ja. Und einmal in der Stunde fahre ich nach Bad Schandau. Rüber, ja? Und wieder hierher zurück. Ach so. Hast du ein Kapitänspatent eigentlich? Nein, ich habe nur ein Fährmannpatent. Ich darf sozusagen nur querfahren. Und Kapitänspatent ist wieder extra, die dann längs fahren. Ach, du darfst nur rüber nüber? Genau. Und mit dem anderen Schein darf man die Elbe hoch und runterfahren. Genau. Ach so. Aber wenn du sagst, du musst nach Bad Schandau? Das ist wiederum Fährbereich. Das ist hier Sonderregelung. Dafür habe ich sozusagen die Prüfung abgelegt. Ach so, da warst du extra auf der Schule. Genau. So, wenn alle da sind? Wenn alle da sind, können wir eigentlich losfahren. Aber du musst die Strömung, das musst du natürlich wirklich im Wie lange hat denn das gedauert, bis du das im Gefühl hattest hier? Also ich zumindest habe eben ein Jahr Umschulung gemacht. Und damit muss ich halt unsere ganzen Fährstellen kennenlernen. Und der Rest ist eben dann Erfahrungswerte und üben. Genau. Mein Kind. Sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Und was hast du vorher gemacht, bevor du hier Fährmann wurdest? Vorher war ich halt auf dem Bau und habe im Prinzip auf Leistung geputzt. Häuser geputzt? Häuser verputzt, echt? Genau. Ach was. Und das wolltest du nicht mehr, weil... Ja, irgendwann wird man ja älter. Und sagt sich, man muss nicht jeden Tag 8 Stunden auf dem Gerüst stehen? Genau. Und da machst du jetzt Fährmann? Genau. Das ist ja... Und Frau verheiratet? Nein, ich bin... Single? Ledig, genau. Das macht gleich doch keine mit, wenn der Mann immer auf See ist. Immer weg, immer raus. Also jeder hat halt seins. Ja. Ich habe meins jetzt hier gefunden und bin damit zufrieden. So. Reinigt mein Kind die Tränen. Ja. Das war aber ein harter Alarm. Ein bisschen Wind gehört halt auch dazu. Ach so. So, jetzt müssen wir hier aufmachen. Ja. So. Aha. So, aha. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Das war eine sehr ruhige Überfahrt. Ja. Jens, das war sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Und ich wünsche dir, dass es ein schöner, heißer Sommer wird. Weil dann kommen die ganzen hübschen Frauen hier. Und, weißt du, was ich meine? Zumindest muss es halt auch ein bisschen regnen. Wow. Ach so, damit er fahren kann. Genau. Das ist klar. Aber fürs Auge und vielleicht für zu Hause. Das wird alles. Ich denke auch. Du, pass auf. Ich nehme jetzt hier mein Rucksäckel. Ah, kostet Gepäck eigentlich extra bei euch? Nein. Vielen Dank, Jens. Gute Wanderung. Dank Jens habe ich wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, fast die Hälfte der Strecke habe ich jetzt schon geschafft. In Bad Schandau komme ich an einer Station der Kürnitztalbahn vorbei. Nur vielleicht nehmen die mich ja ein Stück mit, dann muss ich es nicht laufen. Ne? Aber ohne Zaster muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht kann ich ja als Schaffner agieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er weiß, was er tut. Moin, moin. Der Böttcher Thomas. Guten Tag. Grüße. Tag. Sagt man Lokführer oder sagt man? Straßenbahnfahrer. Straßenbahnfahrer. Genau. So, kannst du jetzt entweder sagen, ich muss was für dich tun, dass du mich mitnimmst? Wann ist denn die nächste Fahrt hier? Wir fahren in 10 Minuten los. In 10 Minuten. So, na, da kommt mal rein jetzt hier. Los, Kontrolle. Wir haben einen Fahrplan anzuhalten. Festhalten! Ja. Fetzt. Ist das hier für drinnen die Glocke? Nee, das ist hier draußen. Ach so. Drück halt drauf, wenn du willst. Warte. Dann hab ich direkt die Glocke. Achtung. Da krieg ich schon wieder. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der Kürnitztalbahn. Ja. Seien Sie unsere Gäste auf unserer Fahrt nach Lichtenhain. Brauchen wir nicht bezahlen? Wir brauchen nicht bezahlen heute.
Das kann ich nicht entscheiden. Dass ich muss nicht bezahlen, deswegen so, muss ich euch abwetten. Wir das kann ich gerne. Weißt du? Aber ich bin doch Schaffner. Ihr habt heute noch freie Platzwahl. Genau. So. Gibt's hier was im Sitz noch? In Ruhe, Alter. Oder jetzt erst, aber erst wenn die sitzen, jetzt wartet. Die Minute müssen wir haben. Alles gut? Alles gut. Aber kann ich? Das ist jetzt noch. Dürfen wir nämlich nicht raus. Wirklich nicht? Seid ihr hier in der Kirchenstallklinik? Ja, freilich, ich sitze doch hier. Ah. Was hast du gemacht? Alle Beine? Knie? Knie. Du, Hüfte? Ach so. Ich bin nach Kirchenstall in die Klinik gegangen, weil es hier beim Chorschatten ein bisschen besser aussieht. Nein, oder? Und nicht. Nein, das ist nur ältere gepflegte Damen. Ältere gepflegte Damen? Nein, das nicht. Nicht Junges. Nicht Junges? Nee. Und älter gepflegt haben wir alle zu Hause, oder? Das ist hier hinten, das ist jetzt hier Feierabend, oder was? Das ist der berühmte Lichteneiner Wasserfall. Na, den guck ich mir an. Nee, Service ist hier, das ist mit drin. Das ist jetzt. Haben wir das gelernt? Erst das Krankebein, dann das andere. Jawohl. Kannst du? Geht los. Dein Rucksack, Mensch. Mein Rucksack. Warte. Mensch, du. Mein Gott. Hat der eine Hitsche rum mit dir? Ey, mal mit Profis arbeiten. Ja, da hättest du nicht mit mir fahren dürfen. Ja, weißt du. Das ist schon schön. Wenn ich jetzt mal auf Toilette muss, wie komme ich da rüber? Komm ich da rüber? Ja. Ja, ich habe einen Wunsch. Ich bin auf Wanderschaft. Und das Besondere auf meiner Wanderschaft ist, erstens, dass ich eine Kamera dabei habe und dass ich kein Geld habe. Und ich wollte fragen, ob ihr so nett seid, mir einfach ein kleines Bier zu geben. Ja. Geht das? Ja, geht. Würde? Ja. Natürlich. So, bitteschön. So, guck mal hier. Ist das? Ist das? Sehr zauberhaft. Zum Wohl. Dankeschön. We go down. Vom Lichtenhainer Wasserfall aus wandere ich im traumhaften Kirnitzstall weiter Richtung Zittau. Ah, und langsam setzt bei mir Magenknochen ein. Nach 15 Kilometern komme ich im sächsischen Neustadt an. Ja. Was sind denn das hier für Teiche? Pfannfrischer Fisch. Warten Sie. Jetzt. Hey. Böttcher Thomas. Ich grüße Sie. Moin. Moin. Ihr habt ja hier? Fischzucht. Fischzucht. Forellen- und Lachszucht. Forellen und Lachs macht ihr hier? Genau. Wir machen also das Wiedereinbürgerungsprogramm des Elblachses. Und das bedeutet, man wollte nach fast 60 Jahren ohne Lachs in der Elbe wieder den ursprünglich heimischen Fisch wieder zurückholen. Und seitdem funktioniert das? Seitdem läuft das Programm. Seit 1998 kommen regelmäßig Lachse zurück. Bis zu 200 Stück pro Jahr. Und in einer Größe von, der größte müsste jetzt 1,08 Meter und 11, 12 Kilo gewesen sein. 1,08 Meter? Nein, das ist 1,50 Meter, aber so ungefähr, genau. Ja. Für einen Mann ist das 1,08 Meter. Ja, zwischen den Augen, ne? Sagt der Angler. Genau. Ist das 1,08 Meter. Wir haben auch den ersten, der zurückgekommen ist, der hängt hier oben im Laden. Ein männlicher Lachs, das sieht man so schön an dem Laichhaken, das haben nur die männlichen Lachse. Ach so. Die Jungfische, die Brutfische, die hier bei uns im Bruthof aufwachsen, können wir dann uns nochmal angucken. Hm? Ungefähr jetzt ein halbes Jahr alt, die werden in die Zuflüsse der Elbe gesetzt. Dort wachsen die in ein, zwei Jahren ungefähr auf die Größe. Nennt sich dann Smolt.
Smolt. Dann eine spezielle Bezeichnung. Ja. Und dann setzt das erste Phänomen beim Lachs ein, dann lässt er sich fallen. Also der klappt dann nicht die Flossen an, aber die ziehen in großen Schwärmen immer flussab. Das heißt, hier in der Sächsischen Schweiz, wenn man jetzt mal den Bach vor Ort hier nehmen würde, die Polenz, von der Polenz in den Lachsbach, vom Lachsbach in der Elbe, von der Elbe in die Nordsee, und von der Nordsee in den Atlantik, Grönland, Island, so dieses Gebiet. Das machen die hintereinander weg so? Und das machen die hintereinander weg. Und dort treffen sich alle atlantischen Lachse. Also das sind die Schotten, die Franzosen, die Schweden, die... Machen die Familienzusammenführung dort? Ja. Und dann wachsen die in anderthalb, zwei Jahren auf mindestens 60 bis zu einem Meter Größe heran. Und dann setzt das nächste Phänomen an. Der Franzose geht nach Frankreich, der Schotte nach Schottland und der Sachse nach Sachsen. Das ist ein richtiges Phänomen beim Lachs. Also beim atlantischen Lachs, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja verschiedene Stämme. Ja. Ja, und dann da weißt du ja noch, wo der hergekommen ist und nach zwei Jahren. Genau, und da hat man natürlich überlegt, was es ist. Ja, früher hat man gesagt, das ist der Geruch der Elbe, der ist ja nun nicht so lange her, wo das. Genau so ist es. Finden dann auch wieder den Lachsbach. Der Name ist ja nicht von ungefähr, da hat es also früher schon Lachs gegeben. Die finden sogar die richtige Ausfahrt noch. Ja, die Kinderstube finden sie, dort wo sie ausgesetzt wurden von uns. Das ist ja unglaublich. So, und jetzt nochmal zur Vielfalt. Was sind hier jetzt für Fische drin? Im oberen Teil sind alles Forellen. Wir haben jetzt hier in dem linken Teich sind Regenbogenforellen. Ja. Der Hobbyzüchter sagt auch Teichforelle dazu. Das ist der Klassiker, den jeder isst. Ja. Dann haben wir in dem ersten kleinen Netzgehege hier vorne haben wir den Saibling. Das ist der Mercedes unter den Forellen. Das ist natürlich der also höchste Ansprüche hat ans Wasser, aber auch der beste Fisch ist. Okay. Also der wird in der gehobenen Gastronomie wird er uns aus der Hand gerissen, weil er eben auch hier bei diesen Quellwasserteichen hervorragende Geschmackseigenschaften hat. Ja. Dahinter sieht man, die sehen ein bisschen exotisch aus. Das ist eine Goldforelle, da fehlen die dunklen Pigmente. Das ist eigentlich ganz lustig, die haben wir vor 10 Jahren noch gar nicht gehabt. Und jetzt, wenn die Leute 100 normale Forellen kaufen, die sind ja dunkel, setzen die 5-6 goldene dazu und die können sie jeden Tag zählen. Wenn dort eine fehlt, da wissen sie, es war irgendwo jemand dabei. Ob nur Otter oder Reiher, das ist nur... Oder die Katze von nebenan. Oder die Katze oder der Mink, also da gibt es einige. Ja. Da kommt schon unser erster Fischfeind dort. Was, wer kommt? Das ist ein Fischreiher. Jetzt dreht er seine Kreise. Ach so. Da guckt. Ach, guck, da ist er. Ja, ich sehe. 9 Stück waren heute früh da. Echt? Na ja, wenn die einen Pfund fressen am Tag. Das ist dann, das sind dann irgendwo 5 Kilo und das Jahr hat 365 Tage und dann summiert sich das. Im Familienbetrieb Ermisch züchtet man auch Lachse für die Nachbarn in Tschechien. Auch die wollen den Fisch wieder ansiedeln, doch dort werden die kleinen Kiematmer erst viel später ausgesetzt als in Sachsen, nämlich erst im Alter von einem Jahr. So, mal kurz warten bitte. Und dann, das ist also jetzt ein Lachs, ein Jahr alt, der wurde also jetzt im Frühjahr. Man sieht schon, der wird silbrig. Ja. Der würde jetzt im Frühjahr, würde der jetzt anfangen, von hier, wenn er könnte, hier ist er ja in Gefangenschaft, immer flussab abzuwandern. Also hier in dem Einzugsgebiet wird es automatisch in der Elbe enden. Von der Elbe, wie ich schon sagte, Nordsee, Atlantik. Na, das ist ein sehr schöner, kräftiger Fisch. Der könnte kann natürlich schon passieren, dass das Fischreiher, komm mal ran, klatsch, den Ohr, aber das ist Natur. Ne? Das können die alle, die alle durchkommen. Nee, sonst hätten wir ja eine Lachsinvasion. Bleiben wir jetzt gerade so schön. Die haben mich ja losgeschickt auf Wanderschaft. Ich habe ja keine Knöpfe. Ich muss mich ja selbst versorgen. Ja. Und ich muss ja immer irgendwann bei den Leuten fragen: Habt ihr mal einen Kameramann? Ja. So, geht denn das? So, jetzt, weil du so ein netter Kerl bist und hier so. Könntest du mir denn, der muss ja nicht fertig sein. Ein Stück Fisch mitgeben. Na klar. Ich finde machen wir jetzt im Laden. Hier. So. Ach, guck dir das an. Das ist jetzt Forelle. Regenbogenforellen. Regenbogenforellen. So, die sind vor einer halben Stunde geschlachtet. Die sind typische Merkmale, klare Augen, ne? Ja, na, frischer geht's nur wirklich nicht mehr. Heute gibt's Fisch. Ich weiß noch nicht wo und ich weiß noch nicht wann, aber heute gibt's Fisch. Tschüssi, alles Gute. Macht's gut, ne? Danke. Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Ja, und wieder habe ich Hilfe bekommen von einem freundlichen Landsmann. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch eine Pfanne.
Oh, hier ist eine Bank. Oh, ich mache jetzt Pause. Nice when it's a body. Ich bin jetzt hier durch Tschechien gelaufen, oder? Ihr habt mich jetzt hier durch Tschechien geschickt. Ja. Das heißt, ich bin von dort gekommen. Ich bin jetzt hier von Neustadt durch halb Tschechien gelaufen, oder was? Irgendwo. Und das sagt mir keiner. Ich habe nicht immer Ausweis einstecken, wenn die mich hier kontrollieren. Oh, Leute. Nee. Komm her! Hier! Tschechien, Tschechoslowakische Republik und hier die vom sogenannten Nordkap, dem nördlichsten Punkt der Tschechischen Republik, mache ich mich schleunigst wieder Richtung Heimat. Von Altenberg aus bin ich jetzt schon rund 70 Kilometer gelatscht. Nach dem Schreck von eben komme ich bei Steinigt-Wolmsdorf wieder auf heimischen Boden. So, Freunde der Sonne, ich habe immer noch eine ungeputzte Forelle in meinem Rucksack. Und der Hunger wird stärker. Hier ist jetzt ein Gasthaus, und zwar das Waldhaus. Guten Tag. Na, guten Tag. Du bist die Chefin? Hey, das gibt's da jetzt nicht. Was denn? Hallo. Na? Das ist ja eine meine Begrüßung. Ja, das sagt mir was. Du eher weniger, ne? MDR. Ja. Ja, alles klar. Gut. Meine Güte. Ist dein Laden hier? Ja. Schön hat das. Ich war vor, ja, 3 Stunden. War ich in einer Fischaufzuchtsanlage. Ja, Ermisch in Neustadt. Ermisch, richtig. Ja. Und der hat mir eine Regenbogenforelle eingepackt. Mhm. Die habe ich hier im Rucksack. Die fängt langsam an mit Riechen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, du sollst mir gar nichts zu essen machen. Kann ich mir meine Regenbogenforelle bei dir in der Küche in der Pfanne hauen? Mhm, okay. Geht das? Ja, na klar. Ja? Ja, na sicher. Du musst dich gar nicht kümmern. Hm, okay. Vielleicht machen wir noch ein paar Salzkartoffeln dazu, wenn du noch ein paar hast. Na sicher. Und dann hätte ich schon mal ein warmes Essen heute. Das wäre schon mal gut. Alles klar. Ja? Na klar. Die Rita, das ist hier die Streit. Ja, sicher. Das ist schön. Sicher, wir machen aus allem was. Ne? Das sind wir so gewohnt vom Osten. Was sind deine größten Sorgen? Wo denkst du? Gute Arbeitskräfte zu finden. Kommt keiner her zu dir. Warum nicht? Nicht bloß zu weil uns. Weil du so eine kranke Chefin bist. Nee, nicht bloß bei uns, das ist generell so. Ich habe auch einen Sohn. Aber der will das Gasthaus übernehmen. Weil er von mir das gar nicht anders erkennt. Ich bin jetzt 57, der kennt mich als Mutter fast gar nicht. Weil ich nur gearbeitet habe. Weil ich nur, immer. Nur für andere Leute da war? Immer. Ja. Früher im Handel gearbeitet. Ja. Da hing ja auch immer Weihnachten. Ostern immer dran. Nee, klar, ich kenn's eigentlich nicht anders schon. Du warst immer hier. Und dein Mann? Das ist schon schlimm, wenn der eigene Sohn zum 50. Geburtstag von der Mutter sagt, Mutter, du, weißt du, dass du jetzt das erste Mal, dass wir in Familie mal zusammensitzen. Ah, ehrlich? So schlimm? Mhm. Das hat mir so einen Stich ins Herz gegeben. Und recht hat er aber. Hast du gewähnt? Recht hat er. Mhm. Saß er mit den Enkelkindern bei mir am Tisch. Ne? Und die Mutti war nie da. War das erste Mal. Immer für andere da war. Richtig. Ja. Hier ist der Teller. Eisekalt. Schwein gehabt. In Ritas Großküche darf ich meinen Fang zubereiten. Habt ihr Forelle auf der Karte? Hatten wir mal, jetzt haben wir Zanderfilet drauf. Jetzt ist Zander. Wir wechseln immer mal. Ach so. Das heißt, du könntest mir jetzt helfen, so eine Forelle zu braten. So eine Forelle, habe ich noch nie gemacht. Salz und Säure drauf, Zitrone.
säubern, salzen und säure. Säure. Jawohl. Wie viel macht man da rein? Richtig, kannst du richtig kräftig. Ach so. Forelle muss richtig kräftig gewürzt werden. Also. Gut. Gut. Prima. Ihr habt keine Gästenot, oder? Eigentlich nicht. Das Wochenende ist immer. Immer rappelvoll? Immer rappelvoll, also. Also die Leute gehen auch nicht, sag ich mal. Es würde keiner tauschen mit uns hier sonntags. Ich glaub's nicht. So läuft's. Mhm. Das ist ja auch schön. Ja. In der Woche könnte es ja mal ein bisschen mehr sein, aber naja. So, jetzt darfst du das gute Stück mal hier. Hier reinlegen? Mach vorsichtig. Ich mach vorsichtig. Genau. So. Guck mal, hier habe ich sogar welche noch drin. Ja, soll ich dir die mal noch warm machen? Die machen wir noch mal. Na klar. Sieh mal. Sieht schon gut aus. Das ist das jetzt, hä? Ja, sicher. Weißkraut. Okidoki. Fischbesteck hast du hier. Wenn ich das so mitmachen darf, ja? Butterweich. Endlich was zu futtern. Forelle à la Rita. Und die schmeckt sogar Holzbäden. Das ist das Beste. Eigentlich. Habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen, oder? Irgendwo Ebersbach. Keine Ahnung, wo ich genau ich bin. Aber eins ist sicher, hier drüben kommt Musik her. Ich weiß nicht, was hier gefeiert wird. Ich keine Ahnung. Aber wie geht das alte Sprichwort? Wo man singt, da lässt sich gerne nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Guten Abend. Hi. Was feiert ihr hier für eine Party? Geschlossene Gesellschaft sehe ich gerade. Ist eine Hochzeit? Frühlingsfest? Ich gehe mal hier rein. Du hast sie wieder durchgeschmuggelt, oder? Das ist schön, oder? Hey, guten Abend. Wer macht die Musik heute? Dr. Taste. Dr. Taste. Ja, der singt ja, macht so Halbleben. Schön. Aber immer Leute auf der Tanzfläche. Oh, herrlich, oder? Genau. Immer schön hier. Trotz geschlossener Gesellschaft werde ich hier herzlich aufgenommen von den Leuten aus Erbersbach-Neugersdorf. Ich bekomme sogar was zu essen und auch ein Bier. Ein Traum! Ist das herrlich! Also der DJ hat gesagt, ich kann jetzt hier mal an die Technik ran, dann will ich mal gucken. Ja, ich will mal sehen. Wir wollen nur mal zusammen singen, hat er mir gesagt. Mal sehen, ob es klappt. Und jawohl, schön die dicke Luft vorholen. Steck dir die halbe Tüte Erd und Chips in deinen zuckersüßen Mund. Wird dich in einem Comic wieder, da wird die Trauben bunt. Und jetzt alle! Kling, klang, du dich, jawohl! Die Straßen werden lang. Kling, klang, du dich, die Straßen werden lang. Jawohl! Und natürlich, was ihr noch wissen sollt, Herr Böttcher, er ist noch solo. Er ist noch zu haben.
Was? Warst du eine Macke? Das kannst du doch nicht bringen. Meine Frau guckt zu. Ach du Scheiße. Der ist noch solo. Das wäre ja noch okay. Aber der Erste, der gerufen hat, hier war ein Mann. Übrigens das blaue Wunder von Erbersbach. Auch Lausitz. Ja, nicht nur in Dresden gibt es ein blaues Wunder, was übrigens grün ist. Hier gibt es auch ein wirkliches blaues Wunder. Ich bin total müde, wir haben die ganze Nacht gefeiert. Und heute ist ein Scheißwetter. Oh, es ist noch so weit bis Nazi da. Nach etwa 4 Stunden Wanderung bei absolutem Mistwetter komme ich 17 Kilometer weiter in Großschönau an. Jukeboxen. Oh, hier ist wirklich jemand da. Guten Tag, darf ich reinkommen? Ja, sicher. Und jetzt habe ich jetzt wirklich draußen das Auto gesehen, da stand Jukeboxen. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist eine Sportart, irgendwas Besonderes. Ja, denken viele. Wirklich? Ja, ja. Ich habe schon Probleme gehabt, dass ich mit dem Auto irgendwo gestanden habe und die heute haben gedacht, irgendwas mit Boxen hat was zu tun. Anmeldung. Steht zwar dann mit dabei, Musikboxen eigentlich. Aber das liest man auf den zweiten Blick. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber du machst, ich sage jetzt mal du, weil wir sind ja in Ja, das ist mir lieber. Ich mache das jetzt seit 2004, steht da oben dran, ja. Seit 2004, seit 15 Jahren? Wir haben eine ganze Weile in Frankfurt in dem Raum gewohnt, Frankfurt am Main. 15 Jahre sind dann wieder in die Heimat. Ich habe auch hier gewohnt, gegenüber ist mein Elternhaus. Ach so. Wir haben dann hier ein altes Haus gekauft, zurechtgemacht. Und also sozusagen nach der Wende abgehauen? Nee, kurz vorher schon. Kurz vorher. Ach, vorher schon? Und mit Ausreise. Richtig und so mit Schein und Genehmigung und Repressalien? Drei Jahre gewartet. Und dann hat man uns rausgelassen. War ein Vorteil, weil man im Westen viele Leute suchte. Und ja, wir sind ja ganz gut im Improvisieren und Maschinen reparieren und so weiter. Macht uns keiner was vor, oder? Nee, ja. Dann hat das gut geklappt eigentlich. Und was hast du in Frankfurt am Main dann dort beruflich? Ich war bei Braun, wo sie die Rasierer herstellen, ja? Küchenmaschinen und so. Und habe da Maschinen gewartet, Anlagenführer, so in der Richtung halt. Hatte da ein paar Leute unter mir. Und Jukeboxen hast du aber und zu der Zeit auch ich schon... Ich habe mir dann mal eine gekauft, weil das immer so ein Traum war und habe dran rumgebastelt, bis die ging und habe sie dann hierher gebracht in mein Haus. Ja. Und ja, hier war dann die Frage, was machst du hier? Aha. Es kommt dazu, dass mein Sohn im Rollstuhl sitzt. Und ach was, wirklich? Ist es natürlich nötig, dass ich in der Nähe bin. Dort ging das immer ganz gut, aber er hat Muskelschwund, also Muskelatrophie. Ach wirklich? Und... Da muss man ja mal in der Nähe sein. Und bist du wegen jung wieder hergekommen sozusagen? Auch. Er hat da eigentlich normal die Schule besucht drüben und auch eine Ausbildung gehabt, aber mit Arbeit wäre es schlecht gewesen. Das lief hier besser. Ach, guck mal. Hatte ich gesundheitlich ein bisschen Probleme. Ich habe gerade die Chemo durch. Krebs? Ja, ist gerade vorbei. Wird auch alles wieder werden, denke ich. Kommst du wieder auf den Damm? Ah, ich denke schon. Was sagt der Arzt? Funktioniert schon wieder alles. Geht. Ja, haut schon wieder hin. Unglaublich, der Kerl. Echt beeindruckend. Aufgeben gilt hier nicht. Mit viel Liebe und Akribie macht er weiter und repariert seine alten Schmuckstücke. Wie viele Firmen gab es überhaupt? Es gab etliche Firmen. Also in Amerika gab es Army, Rockola, Wurlitzer, Seeburg und dann verschiedene kleine noch, die gebaut haben. In Deutschland gab es auch etliche. Auch in Berlin so etliche kleinere Firmen. Also gibt's. Oh, jetzt geht eine. Was ist denn jetzt? Ja, ich hatte die zufällig an und das ist eine Box. Die hat so eine Anreizplatte, kann man sagen. Also nach einer gewissen Zeit, das kann man einspeichern. Fängt die von alleine an, irgendwas zu spielen. Wirklich? Ja, damit. Also da musst du nachts manchmal aufstehen und musst ja, den gut. Eigentlich ist sie ja nicht an. Aber es ist so gedacht, wenn man in der Gaststätte war. Ja. Damit die Leute hören, halt, hier ist eine Musikbox. Hier könnte man mal eine Mark reinstecken. Ja, ja.
Wobei das schon eine neuere ist mit CD. Da wollte ich gerade sagen, denn die läuft ja, hier ist ja CD drin. Das ist mit CD, das ist nie ganz so interessant, eher für jüngere Leute. Die kaufen dann eher mal sowas. Ja, die klingen schon gut. Die werden auch heute noch hergestellt. Ja. Die hast du selber restauriert, oder? Die habe ich jetzt in Berlin von jemandem gekauft, habe sie nochmal überholt, weil sie sah furchtbar aus. Ja. Und dann wird die weiterverkauft. Aber hier brauche ich natürlich einen Kunden, der eine Harley fährt. Weil das ist ja bei Harley Davidson dran steht. Sonderedition Harley Davidson, ja. Sonderedition Harley. Und darf ich mal fragen, oder kannst du mir auch eine Spanne sagen? So wie sie hier steht, mit CD. Also so wie sie hier steht. Ja, ich sag mal, bei mir ist gerechnet zwischen 6 und 6.500 kostet die. Die hier, so wie sie hier steht. Gibt es auch neue, wird sie angeboten, über 10.000. Echt? Ja. So, das war Toto mit Hold the Line. Wir wollen noch mal eine Musikmoderation machen. Können Sie ja mal öffnen. Auch gerne, wenn das geht. Kein Thema. Ach, hier so. Weil die eine jetzt nicht so schön aussieht hier, die hat ein bisschen einen Schaden. Hier muss ich noch mal eine neue bestellen. Ach, hier dreht schon rüber. Und die drehen sich, den Effekt. Die das drehen ist sich ja Wahnsinn. So, und wenn du die jetzt zu Hause hast, dann könntest du die jetzt, wie du jetzt hier, einfach aufmachen. Und dann würdest du hier an die CDs rankommen. Die kann man einfach reinstecken und den Korb, der lässt sich dann drehen, indem man hier den Schalter betätigt. Ach. Dann dreht das immer ein Stück weiter. Da könnte ich jetzt hier eine rausnehmen? Ja, und die sind nur so reingesteckt. Ich will nicht kaputt machen. Kann nichts kaputt gehen eigentlich. Ach so. Und die sind nur so reingesteckt. 100 Ohrwürmer, Highlights aus Rock und Pop. So, wo hier kommt die jetzt so rein? Allerlei drin, alles Mögliche. Ja. Hast du schon mal einen auf dem Hof gehabt, wo du gesagt hast, nee, tut mir leid, also so tot, Wiederbelebungsversuche zwecklos? Wir haben Boxen gehabt, die lange gebraucht haben. Also ich habe auch eine stehende CD-Box, da haben wir über 2 Jahre gebaut. Immer wieder mal rein. Aber hingekriegt? Ja, es war noch keine dabei, die wir nicht hingekriegt haben. Echt? Und das würde mich auch ärgern, also das wäre ganz schlecht. Es muss irgendwie das muss nicht es kratzen, gehen. Oder? Ja, da kannst du nicht, da wird es dir keine Ruhe geben. Dann gebe ich auch keine Ruhe beim Elektroniker und sage, wir müssen noch mal daran, das muss laufen. Das geht nicht anders. Ne? Lohnt sich zwar dann meistens überhaupt nie, also wenn man überlegt, was die. Wie viel Zeit dann, und Energie und Geld man dann reinsteckt. Es sind ja manchmal Boxen, die wirklich nichts bringen. Aber das ist egal, das muss laufen. Die DDR hat auch Musicboxen gebaut? Ja. Die hat angefangen. Mit dieser Boxlaube haben sie angefangen. Also diese Wandboxen bzw. Die hier? Als Standbox gab es die ja auch. Ja. Oh, die kenne ich nicht mehr. Also es tut mir leid, das war aber wirklich... Ich kenne sie noch. Vor meiner Zeit. Also das will ich wirklich nicht mehr hier. Ich habe bloß Bedenken, ob sie noch läuft, weil die nur Deko ist. Steht und, wir haben auch keine 2x10 Pfennig du mehr. Du kannst die ganz einfach reinschieben, die Platte. Die würde jetzt sogar sofort anlaufen. Und das Kuriose ist bei denen, sobald man reinschiebt, geht die Mechanik los, läuft also die Platte schon, aber man hört nichts. Und durchs Geld wird der Verstärker eingeschalten. Und wenn man nicht schnell genug das Geld reinschmeißt, dann lief die schon... Anfang verpasst, ja. Das ist doch Beschiss. So, ich leck die jetzt mal hier rein. Aber man kann natürlich auch erst Geld reinschmeißen und dann die Platte. Das wäre ja eigentlich egal, ne? Ich habe jetzt mal umgebaut auf 5 Cent. Schmeißt du die mal rein? Aber wir brauchen 2. Ach so. Danke. Sind nie die besten Platten. Ne? Die sind gerade zu probieren. Aber auch schön und klingt gut. Neil Diamond, oder? Ja. Das kratzt noch, das ist so. Gut, die Platte knistert jetzt wie verrückt. Ist egal. Das ist so eine Sache, aber das gehört dazu. Ist so. Und so schlecht klingt die nicht. Nein, ist ein winziger Verstärker und klingt trotzdem gut. Ja, das ist erstaunlich. Ne? Und hier hat keiner was dran gebaut an dem Verstärker. Echt, das ist alles original. Ja, der ist noch so, wie er war. Sing him out again. Und die kannst du nicht mehr? Das werde ich nie schaffen. Sind natürlich auch welche von Kunden hier dabei, die ich machen muss. Etliche sogar. Hier musst du 120 werden.
Ja, habe ich auch schon gedacht. Und da, durch die Krankheit jetzt habe ich doch gesagt, ich muss jetzt mal ein bisschen das alles ändern. Dass ich nie mehr so viel mache, beziehungsweise Verschiedenes eben doch wieder verkaufe. Ich werde es nicht schaffen. Mein Lieber, ich würde mir jetzt einen Rucksack schnappen und würde weiterlaufen. Tschüss. Mach's gut. Danke dir. So, wir sind von da gekommen, ne? Ja, sind wir. Dann mache ich jetzt hier weiter. Tschüss, Uwe. Ja, nur ein paar hundert Meter weiter mache ich in Groß-Schönau bereits die nächste Entdeckung. Hallo. Servus. Das ist noch Groß-Schönau hier, oder? Das ist richtig. Also Neuschönau sogar. Neuschönau. Neuschönau. Was ganz extra. Kann ich irgendwo einen Kaffee trinken? Ja. Boden? Na, davor und dann links einbiegen. Oder? Meint der hier? Ach, hier. Hufbeschlag. Stunt Team Aveco, was ist denn das? Du warst doch gerade noch da drüben. Ja, ich bin überall. Na, Böttcher. Grüß dich, Böttcher. Moin. Karl. Karl? Karl, ohne R. Von vorne, Karl. H, schön das H. H. Ah, Karl. Du, aber was, jetzt hast du es drauf. Karl. Wie heißt denn Karl von vorne? Holger. Jetzt haben wir das jetzt, weißt du, da aber jetzt haben, wissen wir gleich, jetzt, was los ist. Jetzt, ne? Jetzt haben jetzt, wir, da fällt ja gleich alles ein dazu. Ja. Ne? Was muss ich mir unter Stunt-Team, das sind die für Theater, für den Fernsehen, die Sachen machen, die... Das macht ihr hier wirklich? Ja, ja. Und wie viele Leute seid ihr hier insgesamt? Wenn alle dastehen, wären es 12 dann. 12 Leute und das, ja, sind alles Stunt? Ja, Stunt, Reiter, Kutscher auch, Gespannführer. Die Kutschen werden ja auch gefahren, gerade in den Mittelalterstücken. Ja. Eine Kutsche oder ein Gespann oder ein Bruchwagen oder, ja, sowas. Da haben wir auch gute Kutscher dabei, Gespannführer. In welchen Filmen könnte man das sehen? Karl Marx, den letzten Film, die Päpstin haben wir gedreht, was Neuer war. Bei Anderthalb Ritter waren wir auch dabei. Oder Inglourious Basterds. Und nein! Ja! Und mit Brad Pitt? Na, den haben wir nicht getroffen. Nee? Nee, nee, wir haben in Babelsberg gedreht, die Kinoszene, ja. Ach so. Und ja, von den ganz großen Schauspielern, mit wem habt ihr... Ich war mal Double von Christopher Plummer, der war Oscar-Preisträger auch, ja, in The Last Station, ja. Und so, da warst du Double? Mal. Ja, nur klar, Stunt ist ganz viel Double, ne? Das war Reiten oder Kämpfen. Ein bisschen eine Grundlage muss jeder. Also wir versuchen dich heute auf einen guten Schnitt erstmal zu bekommen. Aber, das war dein Bester. Aber dann die Spezialitäten rauskitzeln. Da gucke ich mal, wo du dich besonders gut eignest dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine Eignung gibt. Aber das muss ich alles machen, damit ich hier Kaffee bei dir kriege. Ja, naja, sonst ist das hier nichts. Was macht man nicht alles für ein Heißgetränk? Jetzt schlage ich mich auch noch mit dem Mädel. Okay. Aber Marie ist kampferprobt. Und ganz ehrlich, ein bisschen Schiss habe ich schon. Okay, ich versuch's. Ja. Also. Dann komme ich zurück und mache. Und Action! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das alle gesehen? Wenn ich die Nummer hier richtig drauf habe, ohne Handschuhe und ohne Matte. So, mal durchhauen, nur Kaffee, dann gehen wir mal aufs Pferd. Oh nee, jetzt nicht auch noch eine Cowboy-Nummer. Also, bei den Profis sieht das ja ganz einfach aus. Hoffentlich komme ich hier heil aus der Nummer wieder raus. Naja, ich habe keine Pferdeerfahrung. Ich bin schon mal, habe schon mal drauf gesessen, ja. Du gehst mal ein Stückchen weg. Also musst mir sagen, wann du bereit bist. Wenn, ja, wenn ich, du ernst machst. Wenn ich. Weiß ich noch nicht. Warte mal. Okay. Es ist so hoch ist es ja nicht. Nee. Okay, ich versuch's mal. Ich spring jetzt runter. Alles klar. Okay. Eins, zwei, drei. So, es sah jetzt bei Weitem nicht so elegant aus wie bei dir, aber ich bin das erste Mal in meinem Leben von dem Pferd geflogen. Also diesen Kaffee habe ich mir nur wirklich verdient. Doch das war es noch lange nicht bei den sächsischen Standprofis. Zum Schluss zeigt mir Marie noch ihre Ziegen.
ist ein Bock, oder? Nee, das sind beides Weibchen. Ach so? Na? Weil man Weibchen besser dressieren kann als Männer? Weil Böcke so stinken. Wirklich? Naja, die haben einen intensiveren Geruch. Komm mal hier, zeig mal. Schön. Ach, guck dir das an. Und drehen kann sie sich auch. Ach, guck dir das an. In beide Richtungen. Guck, und die kann dich bestimmt auch anspringen. Ach Gott, ist. Siehste? Ach, ist das süß. Hier, gib ihr ein Stück Brot, dann gehörst du zum Freundeskreis. So. Oder? Jo. Hier. Lale. Sehr schön. Klasse. Und? Tut's weh? Nee. Cool. Sehr schön. Nimmst du deinen Rucksack dann mit? Dann kannst du von da aus gleich weiterrennen. Ach, wir gehen auch noch spazieren? Na, wir könnten hier rausgehen und dann zeige ich dir mal, dass die auch diese Verfolgung gut können. Dass die dann mitrennen, weißt du? Ja. Wenn wir wegrennen, dass die mitrennen. Ach so. Oh, ja, siehst du, die will immer mehr. Die will immer mehr. Steffi, Lale, hier! Die ziehen. Sie sind viel schneller als wir. Mehr kann ich keine mehr. Die waren in 3 Stücken drin im letzten Jahr. Schön. Und ein Stück ist abgesetzt, aber in 2 sind sie noch dabei. Bei Zorro und Geheimnis der Hebamme. Ja. Nee, das ist gut. Die sind schon richtig fest im Team mit integriert. Wenn ich hier lang gehe, ist das Richtung Zittau? Ja, du machst auf jeden Fall nichts verkehrt. Mache ich nichts falsch? Nee. Gut. Ich wünsche dir, deinen Ziegen, deinen Pferden, deinen Kollegen, toi, toi, toi für alles. Mach's gut, Thomas. Mach's gut. Ciao. Steffi, so. Lale. Ja, ich kann euch nicht Steffi. Mitnehmen. Ich habe, okay, nee. Von Groß-Schönau aus geht's endlich auf die Zielgerade. Noch etwas mehr als 10 Kilometer sind's bis nach Zittau. Und irgendwie wird mein Rucksack immer schwerer. Ich muss jetzt mal kurz. Stimmt was nicht. Los mit dir. Der Rucksack ist heute so schwer. Wieso ist der so? Was habe ich hier irgendwas? Was habe ich denn hier? Ich verstehe das nicht. Die so ist. Ich schlepp nicht. Das ist anders heute. Irgendwie. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr habt mir jetzt hier nicht eine Flasche Wasser reingelegt. Brauchst du ein bisschen was unterwegs? Also pass mal, auf eine hätte ich ja noch verstanden. Das hätte ich ja noch als hilfsbereit irgendwie akzeptiert. Ey, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich hucke mir hier... Ne, oder? Ey, ihr seid... Das macht euch Spaß, oder? Wir haben gedacht, wir tun dir was Gutes. Ganz wichtig, dass du viel trinkst, Thomas. Ich, wirklich. Das räumt ihr weg, verstehst du? Ihr habt's reingepackt, jetzt räumt das nur weg. I can see clearly. Hier, räumt den Mist weg hier. Das lass mal nicht hier liegen. So. Okay, schwamm drüber. Trotz der Steine, die mir die Jungs noch in den Weg oder besser gesagt in den Rucksack gelegt haben, komme ich guter Dinge nach 7 Tagen im schönen Zittau an. Ich hab's geschafft. Zittau! Ich glaube, es ist Zittau! Jetzt kann nicht mehr passieren! Oder? Oder? Heilige Zeichen.
Können wir da mal hoch? Und mit dem wollte ich gerne mal reden. Hallo. Guten Tag. Böttcher, mein Name. Ich habe gerade den Turm. Ist der noch oben? Ja, so. Felix. Kann ich. Felix Hester? Felix. Kann ich hier rein? No. Ich bin so viel Berge gekratzt in letzter Zeit, da kommt es jetzt hier auf die 60 Meter auch nicht mehr an. Ganz ehrlich. Na, warte mal. Oh, wirklich? Und jetzt wird es aber richtig krass. Felix? Ja. Zieh hier runter. Wirklich, ich bin hier hoch jetzt, hier, weil ich reden wollte, aber das dauert jetzt noch einen Moment. Willst du vielleicht erstmal ein Glas Wasser? Also da habe ich jetzt schon wieder ein Problem, weil ich bin jetzt hier mit meinem Rucksack hochgelaufen, da bin ich völlig im Eimer. Das heißt, wenn du hier oben wirklich wohnst, dann musst du ja jedes Lebensmittel, jede Flasche Wasser musst du ja hier hochtragen, oder wie? Nö, also ich habe fließendes Wasser hier oben auf dem Turm und die Kohlen für den Ofen lasse ich mir von den Gästen hochtragen. Du wohnst hier alleine? Mit Kater im Moment. Mit einer Katze? Ne? Also der Turmkater, wo ist er denn? Irgendwo sich versteckt. Der hat sich gerade, weil ein Haufen Leute jetzt gekommen sind, hat er sich verpieselt. Das ist klar. Gehört hier zum Inventar und springt immer mal mit rum zur Freude der Gäste. Und du hast aber fließend Wasser hier oben. Das heißt, die haben dir hier. Aber das war doch früher nicht so, oder? Also früher war das schon immer eine Türmerwohnung hier oben? Es ist jetzt die Türmerwohnung seit 1800 ungefähr. Ach, hier haben immer Leute gewohnt, sozusagen. Gewohnt und vor allem gearbeitet. Die Stadt vor Feuer und Feinden bewacht. Das ist ja die klassische Türmeraufgabe, die es heute nicht mehr braucht. Ja. Aber das Turmblasen zum Beispiel zweimal am Tag um 12 Uhr und abends um 6 Uhr, kurz vorm Glockenläuten, Gäste führen und Geschichten erzählen und natürlich einfach hier oben auch die Türmerwohnung nutzen und bewohnen, das ist meine die Hauptaufgabe. Genau. Und da wirst du von der Stadt bezahlt oder von der Kirche jetzt hier für diese Arbeit? Im Moment ist es ein reines Ehrenamt und meine Brötchen verdiene ich mir eben du machst das als Musikschullehrer. Wirklich ohne, dass dir jemand was da... Also die stellen dir die Türmerwohnung, nehme ich mal an, da musst du keine Miete zahlen? Im Moment nicht. Nee, das wäre ja auch noch schöner. Also Felix ist einer der ganz wenigen Türmer in Deutschland, die noch im Kirchturm wohnen. Die 266 Stufen auf dem Weg hoch zu ihm haben ja ganz schön zugesetzt. Da setzen wir uns hin, ja. Das ist wirklich dein Wohnort. Also du wohnst ganz offizielle hier. Dienstwohnung für den amtierenden Türmer. Aber du schläfst nicht hier oben? Doch. Wirklich? Wir sind ja jetzt hier gerade im Dienstzimmer. Das ist also das Zimmer, von dem aus auch die früheren Türmer die Stadt bei schlechtem Wetter bewacht haben, als Rückzugsort. Und es gibt aber noch einen privaten Bereich weiter oben, noch ein Schlafzimmer. Ach so. Und so war es auch früher schon. Hier unten das Dienstzimmer und oben dann das Wohnzimmer. Okay. Ja. Und da hast du alles, was du brauchst. Du hast einen Kühlschrank, du hast eine Waschmaschine, du hast Ein Bett. Waschmaschine Dusche. Und sogar, wichtig ja für junge Leute, es gibt sogar Festnetztelefon und WLAN hier in der Ecke, sieht man das? Ja. Alles da. Ach so. Genau. Also kannst du auch, also bist auch moderner. Typ, der also auch abends mal im Internet surft und so weiter. Das heißt, das hat ja heutzutage nicht mehr mit modern zu tun. Jeder, der organisiert und kommuniziert, ist aufs Internet angewiesen. Absolut. Ja. Das ist ein besonderer Ort. Das ist jetzt kein privater Ort irgendwie, den ich für mich alleine habe, sondern das ist ein Ort, der den Zitterern sehr wichtig ist. Mhm. Und entsprechend groß war auch die Resonanz, als vor 3 Wochen hier das Dach vom Turm geflogen ist. Also ich habe beim Sturm. Sturm Eberhard hat mir hier auf dem Johannisturm das Dach abgerissen. Nein. Schornstein umgekippt, deswegen konnte ich nicht mehr heizen die letzte Woche. Und am nächsten Tag kamen gleich Anrufe und so weiter, ob es mir gut geht und ob sie helfen können und so weiter. Jetzt haben wir das Dach erstmal notgesichert und im Sommer muss es dann erneuert werden. Ach was. Da haltet ihr dann schnell zusammen und dann war sofort Leute da. Das ist ja schön. Muss man eigentlich höhentauglich sein?
Ach naja, es ist sicher also, hier draußen. Aber ist jetzt nicht. Ich leide jetzt nicht, aber es ist schon. Oh ja. Ich nehme auch immer mal wieder die Gäste an die Hand. Nimm ich auch mal an die Hand. Felix, so. Genau. Also das Geländer ist auf jeden Fall sicher. 60 Meter. Wir sind jetzt hier bei 290 Meter über dem Meeresspiegel. Also die Zitter liegt gar nicht so hoch. Naja, also mir reicht das hier. Also ganz ehrlich, mir reicht das hier. Ja. Und diese Aussicht, das ist doch der Wahnsinn hier. Da drüben, müsste irgendwo Jonsdorf sein, oder? Ist das die Ecke? Wir schauen jetzt direkt auf die Lausche. Das ist der höchste Berg im Zittauergebirge. Die Lausche, genau. Davor der Olbersdorfer See. Der ehemalige Braunkohletagebau. Von da drüben bin ich gekommen, richtig. Ah, über die Berge, gut. Ja. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Wenn du hier oben bist, guck mal, nur allein in dieser Straße, du könntest doch eine Mark nebenbei machen, wenn du die Falschparke aufschreibst. Na? Also besser als hier kann man es doch gar nicht. So, jetzt sind wir... Hier ist auch die Windschattenseite. Also wenn das Norden ist und das Süden, dann ist das Osten, richtig? Genau. Hier ist Osten. Also wir haben... Jetzt in Richtung Osten einen schmalen polnischen Streifen, der fast vollständig vom Braunkohletagebau genutzt wird. Dahinter wieder Tschechien. Ach so. Und diese kleinen Orte hier hinter Zittau, das ist polnisch. Ach so, das ist, die kleinen Dörfer, das ist schon Polen? Ja. Aha, okay. Dann am Horizont der Berg mit dem spitzen Turm, das ist der Jeschken, der Hausberg von Liberec. Liberec ist ja die nächstgroße Stadt hier mit über 100.000 Einwohnern, aber in Tschechien. Kommt ihr klar miteinander hier alle drei? Ja, also es gibt hier eine richtig starke Zusammenarbeit und das Dreiländereck, das ist nicht bloß ein Eck, sondern eigentlich eine Region, eine Dreiländerregion mit viel Kooperation zwischen den Institutionen wie Museen, Theater, aber mittlerweile auch zu den Menschen. Also es gibt nicht nur die Deutschen, die zum Tanken und zum Friseur nach Polen und Tschechien fahren, sondern eben auch zum Wandern, zur Freizeitgestaltung. Ja, natürlich kann man in Tschechien sehr gut essen. Hat sich rumgesprochen, Und Mädel. Und die Tschechen selber kommen auch gerne nach Deutschland und kaufen hier ein. Also ihr vertragt euch hier unten und das ist alles in Ordnung, weil alles andere macht ja auch keinen Sinn. Also ich meine, wenn man so dicht aufeinander wohnt. Also mein lieber Felix, ich muss sagen, einen schöneren Abschluss hättest du mir ja nicht bieten können. Ah, hier ist schön, ja. Ich würde mich jetzt hier einfach mal 10 Minuten und einfach das nochmal genießen und mich freuen und auch stolz sein, dass ich das geschafft habe die Woche. Es war beschwerlich, aber schön. Blick aufs Gebirge, Blick auf die Oberlausitz. Dann ziehe ich mich zurück und lass dich ein bisschen in Ruhe. Und ich komme gleich rein, dann hole ich mir meinen Rucksack und dann bist du mich wieder los. Ja? Oh. Böttcher schafft das, Teil 2. Ich bin in Zittau. Mit dem besten Ausblick der Welt. Herrlich. Schnee, Regen, Wind, Sonne. Alles dabei. Und tolle Leute, oder? Es ist Wahnsinn. Unglaublich.